Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Wild Arms. Lang, lang ist's her. Ja, mein Mikrofon ist an. Und läuft. Das ist gut. Okay, das war nichts. Ich muss jetzt mit der Story fortfahren, weil ich denke mal, ich habe, glaube ich, sogar alles soweit hier erledigt. Oder so ziemlich alles, was Sidequest-mäßig ist. Und wir befinden uns jetzt im Statuengebiet. Erstmal lesen wir hier die Steintafel. Die drei Gebiete Madooks werden von drei heiligen Schlüsseln, dem Auge, dem Flügeln, den Arm, gelenkt. Diese drei heiligen Schlüsse werden den Besitzer zur zentralen Kontrolle führen. Nein, ich will nicht zurück. Ja. Ich habe ja jetzt meine ultimativen Waffen. Ich habe im Grunde genommen eigentlich sogar alles, was ich brauche. Ab jetzt wird's ein bisschen... Ja, es wird eigentlich ein bisschen tricky. Zunächst einmal möchte ich aber eine Sache machen, die mir persönlich leider ein bisschen sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich schon gespeichert. Gib nicht auf. Rückzug bedeutet Zerfall. Der Golem Lucifer ruht dort. Er hat von seinen Kräften nichts verloren. Nur ein Narr, der die wahre Macht eines Golems nicht kennt, würde Lucifer und Sardu herausfordern. Ja. Es gibt hier tatsächlich noch zwei Golems, und zwar Lucifer und Sardu. Präventivschlag. Ich laufe lieber weg. Denn ich weiß, wie stark Lucifer sein kann. So, wir stellen uns nämlich jetzt genau hier hin. Und wir brauchen die Gitarre. Normale Kampfmusik. Merkwürdig eigentlich für einen Bosskampf. Aber wir haben hier Lucifer. Ich hoffe mal, dass Jack jetzt als erstes drankommt. Und natürlich werden wir wieder mit Strahler und allem arbeiten. Ich werde auch mit Slowdowns arbeiten. Also, dass Lucifer eben halt später drankommt. Wie man sieht, ja. Das hat auf jeden Fall schon mal gezwiebelt. Gut, okay. Nochmal Trumpfkarte. Strahler, klar. Antimagisches Feld brauche ich nicht. Magieverteidigung erhöhen hat eigentlich das letzte Mal auch nichts gebracht. Von daher werden wir weiterhin Slowdowns verwenden. Erstmal. Ja, Rudy kann das gut abwarten. Lucifer hat übrigens 50.000 HP. Reaktionsrate minus 50%. Da hat es doch jetzt gezwiebelt. Vorhin hat es dann nämlich gar nicht gezwiebelt. Gut. Trumpfkarte, Strahler und Hyper Armor auf Jack.
Photonbogengewehr, na toll. Das muss ich nämlich gleich gegenheilen. Dann greifst du mit Magnum Fang an. Du weiter mit Strahler und du machst ein High Heal auf Jack. Braucht seine volle HP. Okay, damit macht er auch gut Schaden. Damit habe ich jetzt auf jeden Fall auch über die 10.000 Schaden rausgehaut. Strahler. Hoher Wächter kann mir ja auch gut helfen. So, das macht maximalen Schaden, das ist gut. Lucifer müsste eigentlich schon, ja, so circa die Hälfte? Nein, nein, es ist schon besiegt. Sehr schön! 15.000 Erfahrungspunkte erhalten, Cecilia kriegt natürlich ein Level up, 10.000 Erfahrungspunkte und Jade Wilder erhalten. Jade Wilder, die beste Rüstung für Jack. Ja, ich würde damit sagen, wir haben damit, ich glaube, die Schriftrolle war das Beste, was Cecilia haben kann. Die Schlagfaust ist das Beste für Jack. Jaggerness ist die beste Waffe. Texas Kappe ist das Beste. Also Jack ist komplett voll ausgerüstet mit seiner ultimativen Ausrüstung. Cecilia hat die ultimative Ausrüstung und das Einzige, was noch fehlt, ist Rudy. Mit seiner ultimativen Rüstung. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Gut, dass hier kein Kampf kommt. Ja, damit haben wir dieses Gebiet eigentlich schon so ziemlich erledigt. Finde ich auch ganz gut so. Sich jetzt so rum. Ich glaube, ich muss dreimal oder so muss ich rumlaufen. Für ein paar Sachen. Wie man mich gesehen hat. Wir haben den Kristall eben halt benutzt und wir haben eben halt jetzt das Problem, dass wir erstmal kämpfen müssen. Nein, aber es gibt jetzt zwei Türen. Oder zwei Arten von Türen, die blauen und die roten. Je nachdem, wie der Kristall eben halt leuchtet, ist es natürlich dann auch so, dass die Teile, die dann eben halt... Nochmal von vorne. Wenn der Kristall jetzt rot leuchtet, dann sind die roten Türen nämlich da und die blauen sind weg. Und genauso verhält sich das natürlich auch andersherum. Okay, hier geht's nirgendwo weiter. Sado treffen wir übrigens auch noch hier an. Aber der Grund, warum ich eigentlich zuerst blau haben wollte, ist eigentlich recht simpel sogar. Ich führe mich hier rein. Der sollte jetzt eigentlich besiegt sein, jupp.
Ich muss auch dazu sagen, der Kampf gegen Lucifer ist echt gut gelaufen. Dollar Poncho, Angriff, für Gaia-Robe. Man könnte jetzt meinen, oh, hier ist ja noch was Besseres. Für Rudy ist es sogar der Fall, aber man sieht, Jack Ryder ist besser und Pratt R. Portier ist auch besser. Deswegen, also wir haben tatsächlich schon unsere ultimative Rüstung. Und Zaru gibt ihm halt die letzte. So, und der Grund, warum ich jetzt eigentlich dreimal so laufen muss, glaube ich zumindest. Ich glaube, ich brauche Rot. Oder Blau eher gesagt. Also wie man sieht, ich muss da sowieso noch mindestens zweimal, einmal durch. Der Low Bunny. Oh ne, lass mich ran. Alle drei Angriffe gehen ins Leere. Wir können jetzt aber hier nach unten hin. Damit wir hier nämlich den Schalter verschieben können. Und damit auch die Statue. Ganz ehrlich, ich muss sagen, dass mit Lucifer, das lässt mich eigentlich jetzt wenig los. Dass der Kampf so einfach war. Weil das war echt. War schon eine Überraschung. Eine positive. So. Hinterhalt. Und das Tree läuft weg. Ich glaube, so viel ist hier auch in diesem Gebiet gar nicht zu machen. Sobald wir hier das Rätsel, glaube ich, beendet haben, kriegen wir auch, glaube ich, schon unser Item. Das einzige Interessante, was hier wirklich ist, ist eigentlich nur Lucifer. Und jetzt ist natürlich der große Vorteil, dass wir gerade die roten Türen offen haben. Zerstörer. Ich könnte jetzt natürlich auch Verteidigen und Western einsetzen. In der nächsten Runde. Sein nur mit dem Gegenangriff und killt das Vieh. Na egal. Bisschen leck. Geleckt. Ne, die Tür war immer offen. Genau, so war das. Und wir haben Waffen erhalten.
den Gegenstand, den wir auch brauchen.